Liebe Zuschauer, meine sehr geehrten Damen und Herren, da sind wir wieder. Ich begrüße Sie hier bei der täglich aktuellen Nachrichtensendung im Mittelerzgebirgsfernsehen. Herzlich willkommen zu Mekional am Dienstag, den 21. Juni. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind und eingeschaltet haben. Hallo, guten Abend und Glück auf. Heute, meine Lieben, ist der astronomische Sommeranfang und gleichzeitig die kürzeste Nacht und der längste Tag im Jahr. Und was macht man an solchen Tagen am besten? Natürlich feiern. Der sonst so etwas verschlafene Ort Reifland wacht einmal im Jahr auf und dann wird dort mächtig auf die Pauke gehauen. Schaumparty am Freitagabend fürs Jungvolk oder für alle die, die sich so fühlen. Und ein abwechslungsreiches Wochenendprogramm für alle. Jürgen Sandig und Lothar Walter haben einige Impressionen in Reifland eingefangen. Wir begrüßen Sie hier vom Reifländer Dorffest 2016. Wieder ein absolutes Highlight. Unser kleines Örtchen hat hier wieder was auf die Beine gestellt. Wir hatten ein tolles Programm. Anschließend hatten wir das Reifländer Partyraumtheater. Die haben ein Stück aufgeführt, Rumpelstilzchen. Ein tolles Highlight, die Gäste waren sehr zufrieden. Liebe Gäste, herzlich willkommen nochmal hier in Reifland. Sehr schön, wir freuen uns, ganz toll, dass Sie alle da sind heute. Und die Darsteller des Reifländer Partyraumtheaters, alles Hobbydarsteller, alles Leute hier bei uns aus dem Ort, sind aufgeregt. Weil nicht bloß für Sie, Sie freuen sich drauf, hoffe ich, ein Stück zu sehen, das Spaß macht. Nein, auch für uns ist das immer wieder eine kleine Premiere. Wir haben das neu eingespielte Stück und werden es Ihnen jetzt hier präsentieren. Es war einmal vor langer, langer Zeit. Da lebte ein Müller zusammen mit seiner Tochter in einer alten Mühle. Das muss ein schlechter Müller sein, dem niemals fiel das andere. Die beiden waren sehr arm und hatten kaum etwas zu essen. Sie waren so arm, dass sie nicht einmal ihre Steuern bezahlen konnten. Eines Tages jedoch kam der König vorbei, um seine Steuern einzutreiben. Ich bin der König von Müller, Alter, ich steuern. Aber ich habe nichts, was ich dir geben kann. Alles, was ich habe, ist meine Tochter. Ich glaube, mir klingelt's, ich bin da gleich dran. Ich greife zum Handy so schnell, wie ich kann. Wenn mein Handy klingelt, ich geh trotzdem ran. Ja? Ihr Rumpelstilzchen? Oder heißt du etwa Rumpelstilzchen? Ha! Das hat dir der Teufel gesagt! Das hat dir der Teufel gesagt! Wahnsinn! Warum schickst du mich in die Hölle? Das einmal im Leben die drei junge Schlangen wolle. Ihr sollt einen Traum tanzen und ein guten Leben schreiben und dann soll er zeugen einen Sohn. Ja, liebe Gäste, das war Rumpelstilzchen einmal anders. Nochmal viel Applaus für die Reifländer Partyraumgang. Na wunderbar. Und gar nicht weit weg von Reifland, nämlich in Pockau, wurde ebenfalls gefeiert. Hier kann man getrost sagen, klein, aber fein. Für Essen und Trinken wurde gesorgt, Reiten war auch möglich und auch sportlich ging es zum Amtsfischereifest in Pockau.
Liebe Heimatfreunde, unser 9. Amtsfischereifest in Bockau ist eine langjährige Tradition. Viele Heimatfreunde unseres Erzgebirgsvereins Bockau unterstützen diese Veranstaltung. Wir bereiteten wie in jedem Jahr jede Menge vor. So haben wir für die Kinder nachmittags eine Bastelecke, eine Bastelstraße, Pferde zum Reiten. Dann haben wir für das leibliche Wohl gesorgt, ca. 20 verschiedene Kuchen in der Amtsfischereistube. Wir haben Bratwurst, wir haben Schaschlik, wir haben Getränke. Und wir hoffen, dass es wie jedes Jahr ein großer Anklang wird. Heute Abend haben wir noch Tanz. Es geht bis 24 Uhr und ich möchte mich bei allen Mitgliedern des Erzgebirgszweigvereins Bockau bedanken, dass sie mich so gut unterstützt haben, um diese Veranstaltung wie jedes Jahr in gewohnter Qualität durchzuführen. Danke. Willkommen sagen wir, die Turnerinnen vom Turnverein 1875 Bockau. Wir bedanken uns beim Erzgebirgsverein, dass sie uns eingeladen haben, dass wir wieder einmal die Übung zeigen dürfen. Und Sie sehen hier, wir haben heute eine stark verjüngte Riege. Das sind unsere Nachwuchsmädchen, und zwar sind die zwischen 13 und 8 Jahre alt. Freunde, ich glaube, die Mädchen haben ihr Bestes gegeben. Das hat uns allen sehr gefallen. Eine Figur hätte ich auch gebraucht. Auf dem Bauch hier. Stützen. Da hätte ich geschaukelt. Aber. Also nochmal schönen Dank für eure Darbietung. Und ich hoffe, dass wir uns demnächst wieder mal sehen. Nächstes Jahr vielleicht. Schönen Dank. Und alles Gute für euch und guten Nachwuchs. Mal abgesehen vom astronomischen Sommeranfang ist auch heute wieder einer der außergewöhnlichen Thementage. Und Nancy Melzer hat sich mit dem Deutschen Lebensmittelallergietag beschäftigt. Am heutigen Tag soll deutschlandweit auf ein Leiden hingewiesen werden, mit dem immer mehr Menschen in Kontakt kommen, die Lebensmittel- bzw. Nahrungsmittelallergie.
Allergien im Säuglings- und Kindesalter verlieren sich häufig mit den Jahren. Wenn diese allerdings bis zum Erwachsenenalter bestehen bleiben oder dann erst auftreten, begleiten diese einen oft das ganze Leben lang weiter. Allein in Deutschland leiden etwa 4-6% der Kinder und 2-3% der Erwachsenen an einer Lebensmittelallergie. Allergien werden ja häufig durch Pollen ausgelöst und das ist im Fall einer Lebensmittelallergie nicht selten der Auslöser. Aber Reaktionen auf Lebensmittel sind nicht immer gleich Allergien. Hier unterscheidet man nämlich zwischen einer Unverträglichkeit und einer tatsächlichen Allergie. Die Symptome und Beschwerden, meist in Form von Hautveränderungen, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall sowie Schwellungen der Schleimhäute, vorzugsweise der oberen Atemwege, sind zwar ähnlich, aber bei einer Unverträglichkeit fehlen dem Organismus bestimmte Enzyme bzw. sie sind nicht genügend vorhanden, um die Nahrung verwerten zu können. Bei einer Allergie hingegen bildet der Körper spezielle Antikörper, die dann unter Umständen zusätzlich noch dramatischere Reaktionen hervorrufen können, wie zum Beispiel schwere Atemnot oder Kreislaufversagen mit Todesfolge. So eine Allergie kann direkt auf ein Nahrungsmittel wie Fischeiweiß, Meeresfrüchte, Nüsse, Kuhmilch und andere beruhen. Aber auch Kreuzallergien, die durch Pollen verursacht werden, sind nachgewiesen, denn Pollenallergene ähneln bestimmten Nahrungsmittelallergenen im hohen Maß. Um eine Allergie gegen Nahrungsmittel nachzuweisen und zu diagnostizieren, sind Haut- und Bluttests notwendig. Wer unter einer solchen leidet, muss seine Ernährung besonders umstellen. Die effektivste Methode, um herauszufinden, ob und worauf man allergisch ist, ist das Führen eines Ernährungs- und Beschwerdebuches. Hier beginnt man mit einer Art Nulldiät und fügt jeden Tag ein neues Lebensmittel hinzu, am besten unter ärztlicher Betreuung. Der Blick in die Polizeiakten ging ins Leere. Es ist also nichts Nennenswertes in unserem Sendegebiet passiert und das ist uns natürlich das Liebste. Aber wo die Blitzer und Laserfallen morgen installiert werden, das haben wir entdeckt. Die Geschwindigkeiten werden morgen am Mittwoch unter anderem in Holzau, Muldentalstraße kontrolliert. Darüber hinaus verstecken sich auch wieder die Kontrolleure im Auftrage des Landratsamtes an den üblichen und bekannten Stellen, also genau dort, wo der dunkelgraue bzw. hellgraue Caddy gesichtet wird. Und auch die Videomessfahrzeuge der Polizei sind auf der B174 und B101 wieder unterwegs. Deshalb, meine Lieben, Augen auf und Fuß vom Gas. Und damit schauen wir mal, wie das Wetter wird. Ja, heute Abend und in der Nacht ist der Himmel wieder leicht bewölkt und sollten Sie sich wundern, dass die Außenbeleuchtung des Nachbarhauses ja besonders hell ist, dann könnte das aber auch der Vollmond sein, der in voller Pracht vom Himmel lacht. Bei einem Regenrisiko von 20% wird es garantiert trocken bleiben und die Nachttemperaturen wieder schön mild. In Heidersdorf werden zwischen 14 und 17 Grad, in Lauta zwischen 13 und 14 und in Waldkirchen zwischen 15 und 17 Grad, bei einem geringen Wind um die 9 Stundenkilometer aus Süden. Ab morgen hält dann der Sommereinzug, liebe Zuschauer. Sonne satt bei einer leichten Bewölkung, sprich Dekowölkchen. Mit Niederschlägen muss nicht gerechnet werden. Das Risiko liegt bei verschwindend geringen 10%. Die Sonne blättert uns bis zu 12 Sonnenstunden auf den Tisch. Und dabei hüpft das Quecksilber in Blumenau auf 13 bis 26 Grad. In Rittersberg 12 bis 22. Und in Hundorf werden 14 bis 25 Grad. Der Wind weht gering mit 9 und in Spitzen bis 26 Stundenkilometer aus Südwesten. Der weitere Ausblick. Am Donnerstag setzt sich der Trend weiter fort. Mit den Temperaturen geht es weiter nach oben. Minimal stehen 15 und maximal 27 Grad. Der Himmel ist leicht bewölkt, es bleibt trocken, der Wind weht aus Südosten. Der Freitag wird noch etwas wärmer. Die Thermometer zeigen zwischen 17 und 28 Grad. Der Himmel ist leicht bewölkt. Aber es können sich hier schon einige dickere Quellwolken bilden, die dann auch Regenschauer für uns bereithalten. Wind gibt es natürlich auch, der weht aus Südosten. Ob wir nun das erste Sommerwochenende erleben dürfen, das erfahren Sie dann morgen beim ersten vorsichtigen Blick aufs Wochenendwetter, liebe Zuschauer. Denn
Das war es nämlich schon wieder. Das war Megional am Dienstag und schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wieder mit dabei waren. Mit den aktuellen Nachrichten für und aus unserer Region sind wir wieder pünktlich morgen am Mittwoch für Sie hier zur Stelle, wenn Sie denn mögen. Ich auf jeden Fall, ich würde mich freuen, wenn wir Sie dann wieder begrüßen können. Damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, eine geruhsame Nacht und sage Tschüss, bis morgen und dann reden wir auch mal über Fußball.